Activision. Call of Duty World War 2. Und damit ein herzliches Willkommen bei der Beta von Call of Duty World War 2. Ich habe das jetzt auf Steam gesehen, habe mir das runtergeladen, aber da hat es noch nicht so ganz funktioniert. Erstens, hallo, mein Name ist Reflex und willkommen zu Call of Duty World War 2. Weiter. Ja, wir haben jetzt hier die Beta von Call of Duty World War 2. Wie gesagt, ich habe das erstes Mal runtergeladen, da hat es irgendwie nicht so funktioniert. Da wollte er es irgendwie nicht starten, da kam irgendwie so ein Fenster, wo drauf stand, ja, hier können sie nicht, erst wenn es irgendwie offiziell draußen ist. Und dann denke ich mir so, warum gibt es da eine Open Beta? Halt's Maul, lass mich in Ruhe zocken. So, willkommen zur Beta. Willkommen und vielen Dank für Ihre Teilnahme an Call of Duty World War 2 Mehrspieler Beta. Wir sind begeistert, dass Sie zum ersten Mal die Möglichkeit haben, das Ergebnis der letzten 3 Jahre harter und leidenschaftlicher Arbeit spielen zu können. Diese Beta ist nur ein kleiner Vorgeschmack für das volle Call of Duty. World War 2 Mehrspieler Erlebnis bei der weltweiten Veröffentlichung am 3. November. Da werden wir das auch haben und natürlich auch Let's Playen. Die Zeit, die Sie im Spiel verbringen, ist äußerst wertvoll. Teilen Sie uns daher bitte Ihre Meinung auf Reddit, in unserer Beta-Umfrage oder in den Steam-Foren. Viel Spaß und wir sehen uns online. Sledgehammer Games. Ja, und hier sind wir. Vorbestellen können wir das Spiel jetzt schon. Wir gucken uns hier erstmal durch. Also hier kann man die Spiele suchen. So sehen wir aus. Wir sind krasser Bro. Social-Einstellungen hier. Ich habe noch gar nichts gespielt. Ich bin noch ganz, ganz neu. Wie gesagt, ich erkunde das jetzt auch gerade mit euch. Ich werde jetzt das Spiel auch wahrscheinlich richtig hart verkacken, also das Gameplay. Ich bin zwar Black Ops 2, bin ich jetzt gar nicht so schlecht, aber halt nicht mit den älteren Spielen vertraut. Deswegen bitte schlagt mich nicht, wenn das hier ein nicht so die beste Aufnahme ist. Ich versuche mein Möglichstes, hier ein paar Kills zu reißen. Und hoffe einfach nur, dass es euch gefällt. Wir machen natürlich daraus direkt ein Special, welches ungefähr 30 Minuten geht. Also freut euch auf 30 Minuten reines Massaker. Aber das finde ich geil, dass es, wenn das lädt, ein paar Bilder einfach von der Map zeigt. Sieht ja auch unnormal realistisch aus, diese ganzen Bunker und so. Team Deathmatch auf Point de Hoc. Okay, alles klar. Aber finde ich sehr, sehr geil, weil ich eben auch ein Fan von diesen älteren Spielen bin. Ich habe auch Call of Duty World at War. Wem das was sagt, das war so ein geiles Call of Duty. Das mit den, ja, mit der Zukunft, okay, kann man machen, ne? Aber muss nicht immer sein. Ausrücken, schaltet den Feind aus. Feindliche Aufklärungsmaschinen in der Luft. Gott, okay, das ist viel zu laut. Macht uns stolz. Alter, das klingt ja wie Hitler. Okay. Ich versuche hier was zu reißen. Warte, muss ich mal die Einstellungen in der Maus ein bisschen konfigurieren. Im Hintergrund läuft noch eine Renderung von einem Video. Also bitte nicht beschweren, dass das Spiel hier so ein bisschen ruckelt. Einmal, zweimal. Oh, er kommt von der Seite, das gibt's aber jetzt nicht. Feindliche Bombe im Anflug! In Deckung! Er hat ihn gekillt! Okay, Leute, nehmen wir mal die Waffe. Oh, die sieht fresh aus. Wir sind im Bunker! Ah, fast! Komm schon! Mein ersten Kill auf World of War. World War 2. Ja, ich vergesse mal den Namen. Ach, weil das so eine Anlehnung an... Oh, das gibt es doch nicht! Gott, ich habe schon so lange kein Multiplayer mehr gespielt. Schon so lange nicht mehr. Also das ist echt, echt krass. Wartet ab. Bam, unser erster Kill. Wir sind sogar Retter.
Feindliche Aufklärungsmaschinen okay. in der Luft. Aber das bockt auf jeden Fall. Also Leute, holt euch das Spiel auf jeden Fall. Das bockt so unnormal, das glaubt ihr nicht. Auch wenn ich jetzt gerade erst einen Kill gemacht habe, aber... Gott, jetzt bockt nicht mehr. Doch. Ja, du musst ja halt wirklich taktisch vorgehen, ne? Das ist kein... Da. Das ist kein ganz normales Call of Duty, das ist ein krankes Call of Duty. Okay. Man sollte halt immer aufpassen. Schützt die Abwurfzone! Ich schmeiße eine Rauchgranate! Schmeiß drauf. Hab ich hier keine Granates? Keine Granaten. Okay. Ah nein, warum kommt der denn von hinten, Mann? Gott! Fritz X-Bombe wird abgeworfen! Oh Gott, bin ich schlecht. Ja, ich hab echt... Boah, das ist schlimm, es ist schlimm. Okay. In der Luft. Boah, Granate. Wird alles zerbombt. Pass auf jetzt aber. Das glaubst nur du. Gott, ich hab voll die Paras. Ich will die Waffe gerne haben. Also Leute, fuck mich nicht ab. Bam. Spreng ich das ganze Haus in die Luft. Puff. Was? Der hat das überlebt? Ernsthaft jetzt? Warum hast du das überlebt, Bro? Hallo? Alter. Warum hast du das überlebt, Bro? Jesus. Ich glaube, ich muss gleich mal die Renderung einfach abbrechen. Kann nicht angehen. Krank. Gott, bitte, jetzt leckt doch nicht so. Ich kann aber auch einmal im Internet liegen. Ach, meine Lieblingswaffe. Tot! Was haben wir denn für eine KD? 3-9. Oh Gott. Ja, aber man muss sich halt wirklich auch noch in das Spiel hineinfinden, ne? Gott, zum Glück habe ich den dann noch gekriegt. Also man muss hier überall aufpassen. Es gibt überall Ecken, wo dich jemand töten kann. Ziemlich geil, aber. So gibt es keine Camper. Die haben hier echt so ein... Ah, Jesus Christus. Östlicher Graben sind wir jetzt. Komm doch jetzt, ich weiß es doch. Ich weiß doch, die sind hier irgendwo. 15 sind die schon, Alter. Zack. Waffenaufstieg. Stufe 2 sind wir jetzt. Da. Du bist auch weg. Das sieht ziemlich nice aus. Nehme ich mir mal die mit. Ich will euch auch mal ein paar Waffen zeigen. Alles zeigen, was es hier so zu zeigen gibt. Da. Hier musst du auch wirklich auf die Minimap achten, ne? Ohne Minimap bist du hier sowieso aufgeflogen. Also, hier musst du richtig aufpassen. Hier gibt es so viele Leute, die dich hier zermetzeln können. Ohne Probleme. Und wir sind ja noch... Level 1. Warte. Ist da jemand? Da. Da war's. Da bist du tot. Such dir ein neues Hobby. Ja, die Atmosphäre gefällt mir aber auch. Muss ich zugeben. Die Atmosphäre gefällt mir sehr gut. Ja, okay, den hätte ich killen können. Ja, ich weiß. Aber ich habe ja gesagt, ich bin nicht der Beste hier. Wo ist er? Och, er kommt einfach von der Seite wie eine Crackhure. Jesus. Volltreffer. Pass auf jetzt. Komm raus. Da bist du auch weg mit einem Volltreffer. Und da bin ich weg auch mit einem Volltreffer. Alles hier mit Volltreffern. Ziemlich geil. Ich will euch einmal, deswegen rede ich nicht so viel, weil ich euch die Atmosphäre zeigen will. Oh Junge, jetzt gehen wir aber ab. Also für mich, ja. Ich war schon nie so der Beste. Aber L15, ey, für den Anfang.
Ja, es gibt Leute, die reichen die direkt, keine Ahnung. Eine, keine Ahnung, wie nennt man das vielleicht? Eine Hakenkreuzmedaille? Eine Nuklear? Da hat sich meine Maus gerade verabschiedet, scheiße. Da bist du weg. Waffenaufstieg 3. Oh, freue ich mich auf das Spiel. Ich finde das jetzt schon so. Da bist du auch weg. Wo seid ihr? Du bist tot. Du bist tot. Ich würde mal gerne hier so. Er hat mich erstochen. Er hat mich erstochen. Oh, Jesus Christ. Ich muss meine Mausempfindlichkeit mal irgendwie richtig hochstellen. Damit ich hier das dicke Feeling habe. Okay, so scheint es eigentlich zu gehen. Vielleicht ist das... Ah, Mann. Ich erschrecke mich aber auch immer, weil ich aber auch die Person noch nicht so gut kenne. Okay, das ist ein bisschen zu hoch. Niederlage. Wir haben gute Männer verloren. Niederlage, aber geht ja so weit. Ich meine, 12 zu 18, okay. Ich habe euch ein bisschen zeigen können, sagen wir es mal so. Aber wir machen direkt noch eine Runde. Mal gucken, vielleicht ist das Rendern gerade fertig. Oh ja, das Rendern ist fertig. Alles klar. Jetzt müsste es was flüssiger laufen. Jetzt müsste es was flüssiger laufen. So, bin ich wieder da? Bin ich wieder da? Bitte, bitte, ja. Okay, aber 96 zu 100, ne? Wir hätten es echt fast geschafft. Wir hätten es fast geschafft. Herr Chen, Apak und Atzne P. Was macht der denn da? Wichst er sich gerade ein? Ah, der vordere, der hat Skill. Hier, guck mal, direkt Stufe 2. Fast. Infanterie. So, hier gehen wir direkt mal auf. Statistik, nein. Fortschritt, nein. Punktübersicht, nein. Ich würde gerne S. Okay, CR zum Fortfahren. Enter zum Wählen. Ausrüstung, hier. Kann ich keine Ausrüstung nehmen? Nö. Schade. Verstehe ich aber nicht. Hier vielleicht? Ja, hier. Schneller ziehen, Griff. Nehmen wir direkt mal schneller ziehen und Griff rein. Und das muss auch weg. Ach, gibt's auch. Lip gibt's leider nur. Ich muss mich hier noch zurechtfinden. Die Pistole gibt es hier. Oh, das war, glaube ich, die M1911. Ich weiß es gar nicht. Ah, okay, das kannst du freischalten, so. Spielen wir mal Luft... Okay, kann man auch nicht. Egal, wir haben aber jetzt unsere Waffe wenigstens geupgradet. Und jetzt spielen wir Team Deathmatch auf Ardennes Forest. Okay, Ardennes Forests. Forest. Sieht geil aus. Ich meine Schnee. Und ein Wald. Ja. Erinnert ein bisschen an Black Ops 2, diese Skiwelt und... Jetzt komme ich nicht mehr auf den Namen. Das ist eine DLC-Map gewesen. Nee, doch, das sieht genauso aus wie die Skimap. Das war gerade nur ein anderes Gebiet, was ich im Kopf hatte. Aber das war auf der gleichen Map. Verbindung zum Host verloren. Ja, super toll. Da lutsch mir doch ein. Punkteserien. Ja, Punkteserien, dafür bin ich noch meilenweit entfernt. Das gibt's leider noch nicht. Gibt's hier Waffen, MP? Oh, ich wollte mal nachgucken. Jetzt spielen wir... Was? Auf Aachen? Ja, okay, stimmt. Aachen war ja... Geil. Team Deathmatch in Aachen. Aber ich glaube, die meinen... Ist das nicht eher so Berlin? Ich meine, das wäre so eher Berlin. Kann aber auch gut Aachen sein. Aber ist cool, ne? In Aachen zu spielen. Krass, dass sie wirklich Aachen nehmen. Ich meine... Ich komme aus Aachen. Krank. Umkreis von Aachen. Mega geil. Aber okay, mit Hakenkreuzen wäre natürlich lustiger. Team Deathmatch. Vielleicht gibt's das auch noch. Dann zeig mal, aus welchem Holz du geschnitzt bist, Soldat. Das rück vor und kontrolliert sie. Hartholz. Ich bin aus Hartholz. Wir brechen ihnen das Rückgrat. Okay. Ja, man kann auch krank sein. Alles okay. Cool. Finde ich super. Da ist schon der erste Mate gefallen. Aber ich bin so eher vorsichtiger immer.
Boom, mit Stürmen. Nehmen wir mal die hier. Oh, der hat schon direkt ein Visier drauf. Der hat mir, glaube ich, das schneller Zielen den Arsch gerettet. Oh, da hat er mich aber gefickt. Da hat er mich unnormal genommen. So richtig hart. Nehmen wir mal einen anderen Weg. Wir verlieren den Kampf. Oh Gott. Okay, die Waffe, die hat jetzt gar nicht schnell geschossen. Okay, hier geht's nicht rein. Ein bisschen wie Aftermath, ne? Glaubt jetzt nicht, aber ich meine jetzt von den Zerstörungskräften her. Also überall alles zerbröckelt, überall Steine, die rumfliegen. Hat was von Aftermath. Was ist denn da los? Jawohl, Königstöter. Die sind Boss. Und dann waren wir auch wieder tot. Da ist Zahltag. Ich bin ein Spielverderber, ja. Bin einfach der Boss. Die hier vorne schlawunzeln hier sie rum. Okay. Da campt er. Er campt. Alter, ist er widerlich. Dreckband. Camper kann ich gar nicht ausstehen. Die Story kommt hier übrigens. Die bewegt sich durch die Wohnungen. World at War. World War II. Natürlich. Der Zombie-Modus und natürlich auch der Multiplayer-Modus. Da werden wir uns einfach hochkämpfen. Also ich bin nicht der beste Spieler, daran müsst ihr euch einfach gewöhnen. Am Fenster! Da ist einer. Oder zwei. Mann, ich will euch was zeigen. Ich fuck mich voll ab, dass ich jetzt hier voll reinkacke. 3 zu 6, was ist denn los hier? Die Map mag mich. Die Map mag mich einfach nicht. Oder ich passe einfach nicht genug auf. Wahrscheinlich liegt es eher daran. Durch die dunklen Gäste, Alter, vor die Vergewaltigungsecke hier. Da ist Ende für dich. So. Da vorne sind sie. Das siehst du ja auf der Map. Diese Striche. Da ist der nächste weg. Und. Oh, dafür habe ich wahrscheinlich schon eine erledigt. Scheiße. So. Der auch wieder weg. Oh Junge, wir gehen gerade ab. Wir gehen gerade richtig ab. Setzen wir ein. Aufklärung aktiv. Wir haben ein Auge am Himmel. Oh, ich würde gerne mal einen Sniper. Ach man, ich wollte wenigstens mal die Sniper ausprobieren. Bro. In den Wohnungen. Gehen wir mal. Steppen wir in Ruhe. Komm runter. Ja, wenn da schon zwei gestorben sind. Da mache ich ja lieber kein Risiko. Aufklärungsflug abgeschlossen. Oh, da ist doch jemand. Ja, okay. Da kann ich nichts mehr machen. Ich war so Erdbeerland. Ich war so unnormal Erdbeerland. Tschüss. Spiel ist geil. Das macht auf jeden Fall unnormal Bock, muss man ehrlich sagen. Also, mich hat noch nie ein Spiel so festgepackt. Okay, hier ist einer gestorben. Da bist du tot. Sehr nett mit dir gekämpft zu haben. War super. Gerne nochmal. Sniper. Komm schon. Runter. Da. Oh, fast. Ich bin jetzt nicht der üble Sniper, ne? Also wirklich gar nicht. Gar nicht. Snipen kann ich wirklich gar nicht. Was war denn da? Da war doch besser jemand. Steppen wir mal nach vorne. Ja, du wärst so oder so gestorben, Bro.
Oh, mit der letzten Kugel. Königstöter an. Alter, wie viele Medaillen wir hier kriegen. Hausputz. Und ein Volltreffer. Kranke Scheiße, Bros. Kranke Scheiße. Ich schmeiße eine Hafengranate. Okay. Wo sind die Gegners? Wo sind da das Gegners? Aufklärung in der Luft. Geh weg. Ich mag dich nicht. Waffen auf Stufe 4. Oh, okay, gut. 12-10, ich bin sogar der Beste. Was ein Gameplay, Leute, was ein Gameplay. Ich würde mal gerne snipen. Ein Schütze im Fenster! Wie hast du das überlebt, Bro? Dude! Ah, oh, okay, er ist wirklich taktisch vorgegangen. Kannst du nichts gegen sagen. Kannst du wirklich nichts. Guck mal da, gegen sagen. Der ist taktisch vorgegangen, der hat Skill. Ungeschütztes Ziel. Ja. Nein! 12-12. Ah, oh, komm schon. Wenigstens positiv, Leute. Entdeckt. Wenigstens positiv. Ah, Leute! Mann! Kann doch jetzt nicht sein. Ich muss mich konzentrieren, Mann. Feindliche Bombe im Anflug. In Deckung. Snipe ich weg, Leute. Einmal hier, ich fick euch auseinander. Wenn er mich nicht vorher fickt. Nein, ich hätte ihn fast gesniped. Egal, scheiß auf Snipen jetzt. Ich will die so fertig machen. Ganz normal, Maschinenpistole gegen Maschinenpistole. Ganz fair. Also Schusswechsel. Da auch. Wenigstens haben wir noch einen gekriegt, ey. Wenigstens das. Infanteriesoldat. Jetzt bin ich schon wieder hier. Dieser Ort nervt mich langsam. Komm raus. Oh, er kommt von der Seite. Es kann nicht sein, Leute. Man hat gerade so ein gutes Gameplay. Leck mir mal die Nüsse. Langsam reicht es. Ich sterbe entweder hier oder da. Mann. Was ist denn los jetzt? Fuck it. Jetzt habe ich auf meinen Mate geschossen. Ich gehe jetzt mal nicht mehr da. Ah, nicht töten! Nicht töten. Okay. Das war das. Und jetzt... Jetzt sind wir schon wieder hier. Also... Es endet alles im Tod! Es endet alles im Tod! Egal, was ich tue! Ich wichs mir ein, ich bin tot! Mann! Das war ein Massaker. Ja, das war scheiße. Was ist da draußen passiert? Alter, vom Besten runtergefallen auf den Schlechtesten fast. Gott, das regt mich unnormal gerade auf. So ein schönes Gameplay. Leck mir die Nudel. Ah, hässlich. Alles stimmt schalten so. Hässlich. Egal, spielen wir noch eine Runde. Alle guten Dinge sind drei. Und wir haben jetzt noch bessere Ausrüstung. Nehmen uns vielleicht mal eine andere Waffe. Obwohl, wenn die dann scheiße ist, haben wir richtig Arschkarte, ne?
Wenn die scheiße ist, dann haben wir, sind wir echt auseinandergenommen worden. Dann wurden wir echt gedribbelt. 13, 18 hier. Und gerade eben hatte ich ein 15 oder ein 12, 10 oder ein 10, 10 oder keine Ahnung. Lutsch mir doch was. Gott, da könnte ich mich so drüber aufregen, ne? Die ganze Zeit. Jesus Christus. Naja. Naja. Bockt aber schon. Also das muss ich ehrlich sagen. Wir sind jetzt Private 3. Also, es bockt wirklich, aber es, ja, es ist halt schwer, aber ich bin jetzt auch sowieso nicht der ultramäßige Boss hier, der Bosse und so ein Quatsch. Von daher ist das für mich jetzt schon relativ ganz okay. Ich habe eine Punkteserie erreicht. Hallo, was will ich mehr? So, jetzt spielen wir wieder auf Point of the Duck, auf Point to Duck. Und da werden wir jetzt, werden wir da ficken, ich glaube, wir werden da unnormal jetzt ficken. Das wird geschafft. So, komm, fang an. Fängst du jetzt mal bitte an? Ja, so. So sieht schon besser aus. Nehmen wir die hier. Report kontrolliert sie. Nehmen wir die hier. Denkt an eure Ausbildung. Macht uns stolz. Wir machen dich stolz. Deutschland wird stolz auf uns sein. Da ist der erste Kill. Wo ist der zweite Kill? Wo ist der zweite Kill? Ja, der war ich, ohne es zu wissen. Mann! Ah, Jesus! Pass auf, Bro. Die sind halt aber auch schon viel besser ausgerüstet. Ne? Also, wir haben die Feuerhoheit. Da bin ich sowieso schon sehr, sehr weit unten in Bezug auf Ausrüstung. Wenn er es nicht so lecken wäre, wäre auch freundlich. Mann, warum schießt du auf mich? Ich denke mal, du bist der Gegner. Die zwei laufen nach hier, ich fange den hier ab und kill dich. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ach, wirklich jetzt? Bitte! Bitte! Er hängt dich einfach. Da ist dein Kopf tot. Ja, dein Kopf ist tot. Eine andere Waffe vielleicht. Ah, ich kann es auch überall drüber, das ist geil. Ich stehe echt im Schussfeld, ne? Ist mir auch aufgefallen gerade. Das kann aber auch überall kommen, ne? Ich hoffe, der wurde einfach mal gekillt. Wir haben Rückenwind! Junge! Junge, warum bin ich hier alleine? Warum bin ich hier gerade ganz alleine? Guck mal, hier kannst du einfach nirgendwo campen. Das ist geil. Das ist wirklich, wirklich geil. Wenn du hier nicht campen musst, perfekt. Schludder die Dudel. Was ist denn hier los jetzt? Da ist einer. Den packen wir uns. Er ist nicht mehr da. Okay, das geht gar nicht mit der Waffe. Das geht gar nicht. Gar kein Stück geht das hier. Komm, jetzt müssen wir die von hinten attackieren. Nehmen wir mal die hier. Kleine Piss-Uzi. Wo sind denn jetzt die Feinde? Hier wird geballert, aber ich krieg nichts ab. Aufklärungsmaschine sucht nach Zielen. Aufklärungsmaschine. Dann will ich mich gerade flachsen.
Wo ist er denn jetzt? Wir brauchen Verstärkung! Meine Fresse, er ist wahrscheinlich von hinten gekillt. Ich kenne die Map ja auch noch nicht so gut, deswegen, da sind die anderen mir auch noch ein Vorteil. Feindliche Aufklärungsmaschine in der Luft! Gehen wir mal hier hoch. Wo sind sie denn? Kann jetzt sein, dass ich hier nichts mehr finde. 100% ich werde jetzt gekillt. 100%ig. Ungeschützt! Es war so klar! Es war so klar! Ich brauch Munition! Der kleine verschrumpelte Mongo! Stirb jetzt, Mann! Ich hab keine Arme mehr, korrekt. Feindliche Aufklärungsmaschine in der Luft! Meine Güte, das kann doch jetzt hier nicht wahr sein, dass ich hier nichts finde und nur sterbe. Ich habe ein 2 zu 5. Ich geh wieder hängen. Da war das andere Gameplay erheblich besser. Erheblich. Das ist ja wohl jetzt wohl gar nichts. Die sind da vorne irgendwo. Aber wo? Hier sind sie. Wenn du mich jetzt mit der Pistole killst, ey. Steck ein Messer in den Hals. Warum jetzt so krank? Warum? Ja! Wird wieder von oben gebrüllt. Munition! Das ist so traurig! So traurig! Du hast ja gerade die Beine gebrochen, Bro! Nix geht hier heute. Da endlich. Endlich mal wieder eine Kill, ein 3 zu 8. Trotzdem grausam. Und da kämpft schon wieder der Erste. Den könnte ich direkt schon wieder umbringen. Schau auf jetzt. Ich brauch Munition. Mann! Da ist der nächste. Jetzt nochmal aufholen, Leute. Komm her! Aktivität im Graben! Er hat ihn weggemacht. Er hat ihn weggemacht. Brecher! 5-9. Wir holen auf. Wir holen langsam auf. Ist ja wenigstens etwas. Da muss ich ja nicht direkt feiern. Hier hoch. Haben wir die nachgeladen? Ja, haben wir. Wir haben auch nichts anderes, ne? Wir haben keine Grenades oder so. Nada. Wir haben alle Schalldämpfer hier. Boah, das hat geballert. Das hat richtig geballert. Boah, da vorne, seht ihr ihn? Ja, komm, hier weg! Da ist auch einer gerade lang gelaufen. Oder war es ein Mate? Nein, das war kein Mate. Doch war ein Mate. Fuck it. Bin ich im Mate-Lack nachgelaufen. Ah, korrekt. Molotow. Sehr lustig. Anderer Graben. Können die dich halt easy wegsnipen, ne? Haben die gar keine Skrupel mit. Ja, komm, gehen wir mal nach hier. Explodiert überall, du fühlst dich wirklich
Oh, das war ein Fehler. Oh, das war ein Fehler. Gott! Oh mein Gott! Drei Leute frei, seh mich nicht. Und jetzt sterbe ich. Ja, bring mich um! Jesus Christus! Drei Leute und ich krieg's nicht auf die Kette! Feindliche Aufklärungsmaschine in der Luft! Kannst mich mal. Nachklapp drauf. Da werde ich von hinten gefickt. Ich werde von hinten gefickt! Alter, du kannst hier wirklich nicht spielen. Es ist zum Kotzen, wenn du Level 1 bist, ist es grausam. Du kannst hier gar nichts reißen. Naja, das widerspricht sich jetzt irgendwie von meinem Gameplay im zweiten, ne? Bitte. Aber wenigstens ein gutes Gameplay. Ja, wie gesagt, ich bin halt wirklich... Aufklärungsmaschine in der Luft. Ich hab da vorne zwei Leute, ich hab's nicht auf die Kette gekriegt. Eins töten. Guck mal, da Achsenmänner. Die haben 88. Echt, echt schwer. Aber naja. Ich freue mich auf den Zombie-Modus. Unnormal. Unnormal freue ich mich auf den Zombie-Modus. Das wird mega krank. Das wird mega krank. Zombie-Modus wird unnormal geil. Aber vielleicht liegt daran, dass das Spiel jetzt noch gar nicht so flüssig läuft. Okay. Naja. Naja, aber das Spiel ist unnormal geil. Also könnt ihr euch ruhig holen. Das gibt's natürlich auch jetzt weiter auf meinem Kanal. Ich versuche da einfach mal ein bisschen was zu reichen. 6:13, wenn ich das sehe, dann kriege ich Suizidgedanken. Nein, nein, nein. Bitte geh weg. Bitte geh weg. Ich will dich nicht mehr sehen. Geh weg. Ich klatsche hier auf jede Taste. Es will nicht weggehen. Naja, okay. Es lädt aber auch viel. Habe ich jetzt irgendwie... Ich will hier raus! Ich will kein nächstes Match. Hier raus. Ja, überspringen. Lobby verlassen. Ja. Auf jeden Fall. Aber wir sind jetzt schon Stufe 3. Das ist immer, geht ja auch relativ einfach so. Wenn du musst es aber echt raus haben. Ne? Wenn du es nicht raus hast, ist das hier grausam. Wenn du es nicht raus hast, bist du hier wirklich der Letzte. Was haben wir denn noch so an Waffen? Ja, nehmen wir mal die MP. Nehmen wir die MP mal. Und wir haben nämlich noch einen Slot frei. Dann nehmen wir hier. Was gibt's denn hier? Ein leichtes Maschinengewehr. Ach, das ist so scheiße. Sniper. Sniper wäre auch cool, weil der Rest ist Quatsch. Ich schieße dich gerne damit, ich schieße dich gerne damit. Immer hin und her, dies, das und so weiter. Ja, die 1911er würde ich gerne haben. Jetzt mal früher als Software. Aber naja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Like da und verpasst natürlich meinen Livestream nicht. Beziehungsweise, ja, ich habe da jetzt nochmal nachgeforscht und ich würde diesen Livestream morgen machen. Aber dazu haue ich ja noch ein Infovideo raus. Also heute kommen viele Videos. Obwohl, ich kann das ja auch einfach hier sagen. Ja, es kommt ein Livestream raus am Sonntag um 12 Uhr früh. 12 Uhr in der Früh. Da kommt ein Video raus. Ach, was sage ich für 12 Uhr? Ich meine natürlich 2 Uhr. Aber es ist auch nicht so lange. Ich glaube, das geht nur 2-3 Stunden, weil ich es einfach jetzt nicht schaffen würde. Warte, lass mich nochmal überlegen. Morgen, heute ist Freitag, morgen wäre Samstag. Morgen könnte ich einen etwas längeren Livestream machen, so ungefähr 4 Stunden. Ja, so ungefähr 4 Stunden. Aber dann nicht länger. Der 9-Stunden-Livestream, der kommt dann eventuell nächste Woche. Es tut mir sehr, sehr leid, aber diese Woche ist sehr, sehr schlecht. Ist aber jetzt auch nicht die Regel. Nur so als kleine Info. Und ja. Näheres, beziehungsweise wenn ihr auf dem Laufenden sein wollt, abonniert mich natürlich, schaltet die Glocke an.
Hier, abonniert mich auch auf, wie heißt denn der Quatsch hier mit dem, mit der Kamera? Hier, dieses Instagram. Abonniert mich auf Instagram unter reflex-tv und auf Facebook unter Reflex der Echte. Guckt euch einfach das vorherige Video an, da habe ich das nochmal alles drin. Ich habe das auch, soweit ich weiß, bei Facebook sogar verlinkt, ich weiß es gar nicht. Aber wenn nicht, guckt einfach so nach, könnt ihr einfach in die Suche eingeben. Auf jeden Fall, ja, ne, immer schön liken und kommentieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach morgen wieder. Bis dann, tschüss. Gott, ey. Ha, grausam. So, bis dann, wir sehen uns. Haut rein.